Habile. Und jetzt Kempes! Kempes! Das ist das 1:0 von Mario Kempes im Finale der Fußballweltmeisterschaft 1978 in Argentinien. Argentinien führt damit im Finale gegen die Niederlande und dieser Treffer bringt das Estadio Monumental in Buenos Aires zum Beben. Und zwar so sehr, dass es auch die Menschen hören, die von der argentinischen Militärregierung, der Militärjunta, in der Marineschule ESMA eingesperrt wurden. Die liegt rund 700 Meter vom Stadion entfernt, doch weil an diesem Tag der Wind gut steht, hören es selbst diejenigen, die ganz unten in den Folterkammern sitzen. Sie sind in dem Geheimgefängnis eingesperrt, weil sie ihre Meinung gegen das Regime geäußert haben. Zumindest einige davon. Andere sitzen dort auch einfach unschuldig aufgrund eines Verdachts ein. Schon damals war der moralische Kompass des Fußball-Weltverbands FIFA völlig kaputt. Und das ist er ja heute auch noch. Aber die WM 1978, das war schon ein ganz besonders schlimmes Kapitel der Fußballgeschichte. Ganz zynisch könnte man jetzt behaupten, es war das schlimmste Kapitel der Fußballgeschichte. Stand jetzt. Und das hier ist die Geschichte davon. Yeah, Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau. Die FIFA auf der einen Seite und Autokraten bzw. Diktatoren auf der anderen Seite. It's a match. Das passt richtig gut und das haben wir ganz aktuell erst erlebt. So the 2018 FIFA World Cup, ladies and gentlemen, will be organized in Russia. Die WM 2018, die ging ja nach Russland, in das Land des Kriegsverbrechers Wladimir Putin und the winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Die WM 2022 nach Katar. Dahin, wo die Menschenrechte jeden Tag verletzt werden und laut Amnesty International in den vergangenen Jahren sogar noch schlechter geworden sind. In das Land, in dem inzwischen tausende Gastarbeiter beim Bau der Stadien und der Infrastruktur gestorben sind und auch ausgebeutet wurden. Das ist aber kein neues Phänomen, denn schon 1934 fand ja die Fußball-WM in Italien statt, wo der damalige Diktator Benito Mussolini die Weltmeisterschaft als große Bühne für sich und sein Regime genutzt hat. Warum Diktatoren, Autokraten und die FIFA so gut zueinander passen, da kommen wir später noch zu. Die Vergabe der WM 1978 nach Argentinien war im Jahr 1966 und damals war das auch noch eine Vergabe in ein demokratisch geführtes Land. Zumindest war es das zu diesem Zeitpunkt, denn in dieser Zeit war es in Argentinien politisch alles andere als stabil. Nur zwei Wochen nach der Vergabe wurde der damalige demokratisch gewählte Präsident Arthur Illia von bewaffneten Polizisten zum Rücktritt gezwungen. Militärdiktaturen haben in Argentinien eine lange Tradition und nachdem das Land Ende der 60er Jahre in eine politische und gesellschaftliche Krise gerät, kommt es während einer Militärdiktatur zur Spaltung. Und zwar zur Spaltung zwischen der Staatsmacht und der Arbeiterbewegung. Die einzige Lösung, die das Regime damals sieht, ist es, das Land zu demokratisieren. Juan Perón wird so 1973 Präsident. Das war er schon mehrmals zuvor. Unter ihm stabilisiert sich die Lage auch kurzfristig, aber das sollte sich dann 1974 schon wieder ändern. Da stirbt Juan Perón nämlich und seine Frau Isabel Perón wird seine Nachfolgerin. In den nächsten Jahren geht es Argentinien dann wirtschaftlich immer schlechter und es gibt Konflikte. Viele nennen es auch Terror zwischen linksextremen und rechtsextremen Gruppen. Deswegen gibt es am 24. März 1976 den Militärputsch. Colocado al borde de la disgregación, la intervención de las Fuerzas Armadas. Das hier ist Jorge Rafael Videla und Videla ist damals der Oberkommandant der Streitkräfte und somit nun auch der neue Präsident in Argentinien. Wobei der Begriff Präsident da überhaupt nicht stimmt, denn Videla ist der neue Diktator des Landes. Am Anfang stabilisiert sich die Lage auch wieder. Einfach weil viele Menschen in Argentinien mit Isabel Perón unzufrieden waren. Aber in ihrer Regierungserklärung, da macht die Militärjunta gleich deutlich, wie es nun weitergeht. Darin gibt sie nämlich bekannt, nach christlich-konservativen Werten handeln zu wollen, aber auch gegen alles vorzugehen, was die soziale Lage verändern möchte.
General Luciano Benjamin Menendez sagte ganz deutlich, dass auch Unschuldige sterben werden. Wir werden 50.000 Menschen töten müssen, 25.000 Subversive, 20.000 Sympathisanten und wir werden 5.000 Fehler machen, sagte er. In der Tagesschau klang das damals so. Guten Abend, meine Damen und Herren. In Argentinien sind heute nach einem Militärputsch die demokratischen Rechte außer Kraft gesetzt worden. Auf Widerstand gegen die Sicherheitskräfte steht seit heute die Todesstrafe. Die FIFA hat daraufhin natürlich nicht mehr versucht, die WM in ein anderes Land zu vergeben. Stattdessen beginnt die WM mit der Eröffnungsfeier am 1. Juni 1978 im Estadio Monumental in Buenos Aires. Auf der Bühne steht der damalige FIFA-Präsident Joao Avalanche. In seinem Buch FIFA-Mafia beschreibt der Journalist Thomas Kistner die Anfangszeit der FIFA als Gentleman's Club. Der Fußball soll christlich orientiert sein und Menschen sowie Nationen zueinander bringen. Der Fußball soll die Verständigung zwischen den Völkern fördern, physischen und moralischen Fortschritt bewirken und Lebensfreude bringen. Als dann Joao Avalanche 1974 neuer FIFA-Präsident wurde, war die Amtszeit der Gentleman jedoch vorbei. Er führt die FIFA 24 Jahre lang und baut ein System aus Schmiergeld, Vergünstigungen und Korruption auf. Das alles bestätigt sich 2011, weshalb er damals auch aus dem Olympischen Komitee austreten musste. Und Joao Avalanche steht jetzt am Tag der WM-Eröffnung 1978 auf der Tribüne des Stadions und spricht zum Publikum. Die Übersetzung stammt übrigens aus der WDR-Reihe Sport Insight. Die FIFA dankt der argentinischen Regierung und dem argentinischen Volk für die großartige Arbeit, die sie für diese Weltmeisterschaft geleistet hat. Und während weiße Tauben freigelassen werden und durch das Stadion fliegen, richtet auch Argentiniens Diktator Jorge Rafael Videla einige Worte an die mehr als 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion und die rund 1 Milliarde Menschen, die die Eröffnungsfeier damals am Fernseher schauen. Ich bitte Gott, unseren Herrn, dass er aus diesem Ereignis einen Beitrag macht, um den Frieden zu sichern. Den Frieden, den wir uns alle wünschen. Den Frieden für alle Menschen und die ganze Welt. Daraufhin werden Fahnen im Stadion geschwenkt, auf denen auf Spanisch der Satz »Wir sind rechtschaffen und menschlich« steht. Ein zynisches Schauspiel, was sich während der Eröffnungsfeier dort im Stadion abspielt. Das Eröffnungsspiel an sich zwischen Deutschland und Polen geht damals übrigens 0-0 aus. Von dem Zeitpunkt an, an dem Videla und seine Militärjunta die Macht übernommen hatten, bis zum Start der WM, hatte sich in Argentinien einiges verändert. Denn gerade zum Start hatten viele Menschen die Hoffnung, dass sich im Vergleich zu Isabel Perón einfach etwas ändern würde. Das war der Fall, aber nicht im positiven Sinne. Denn Jorge Videla setzte damals ein System der Überwachung ein und ging mit seinem Regime gegen Linke und demokratische Oppositionelle vor. Und manche Menschen wurden auch nur auf Verdacht festgenommen. Es waren Einsatzkommandos unterwegs, die Jagd auf Menschen machten, die scheinbar anderer Meinung waren. Das waren dann Gewerkschafter, Journalistinnen und Journalisten, Studierende oder auch die Anhänger von Isabel Perón. Ohne Prozess ging es für sie dann in die vielen Geheimgefängnisse. Insgesamt waren das mehr als 350 in ganz Argentinien. Und dort wurden sie dann teilweise jahrelang festgehalten und auch gefoltert. Viele Menschen verschwanden in dieser Zeit auch einfach oder wurden vom Regime ermordet. Die Sicherheitskräfte haben die Leichen dann damals an unbekannten Orten vergraben oder auch in Massengräbern. Sie haben die Leute auch betäubt und dann in den Fluss Rio de la Plata aus dem Flugzeug geworfen. In der Zeit sind rund 500.000 Menschen aus Argentinien geflüchtet. Wenn die Menschen festgehalten wurden, dann war es in den Geheimgefängnissen. Das größte davon war die Marineschule ESMA in Buenos Aires, in der das Regime rund 5.000 Gefangene folterte und ermordete. Später wurden diese Einrichtungen auch mit den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten verglichen.
Schon Ende April 1977 versammelten sich wöchentlich Mütter auf dem zentralen Platz in Buenos Aires und protestierten gegen das Verschwinden ihrer Söhne und Töchter. Diese Frauen wurden später als Madres de Plaza de Mayo, also die Mütter des Platzes der Mai-Revolution, bekannt. Und eine dieser Mütter erinnert sich in der eben schon angesprochenen WDR-Sendung Sport Insight. Wir haben wie Ratten gelebt, die sich verstecken mussten. Das war die Diktatur. Du durftest nicht reden, du durftest nichts sagen. Wenn du nach deinem verschwundenen Sohn gefragt hast, haben sie dir gesagt, du bist verrückt und sie haben dich weggeschickt. Und zwischendurch, 78, war hier sogar noch eine Fußball-WM. Sie haben alles gut vorbereitet, um ihre blutigen Absichten zu vertuschen. Das war ihr Plan. Der Plan sah damals so aus, dass das argentinische Regime durch die Weltmeisterschaft die Überlegenheit ihres Systems zeigen wollte, ihrer Diktatur. Das ist etwas, was es bei solchen Veranstaltungen ganz häufig gibt. Heutzutage nennt man das Sportswashing, also durch eine Sportveranstaltung das eigene Land im guten Licht präsentieren, während alles Schlechte im Hintergrund bzw. unter der Oberfläche bleibt. Genau das hatte Jorge Videla vor. Damit die Stimmung im Land gut ist, ist es ja aber auch von Vorteil, wenn die Heimmannschaft möglichst erfolgreich ist. In dem Fall natürlich Argentinien. Und Argentinien kommt in der ersten Gruppe in eine richtig harte Gruppe mit Italien, Frankreich und Ungarn. Am Ende setzt sich Italien ohne Punktverlust vor Argentinien durch, die Michel Platinis Franzosen hinter sich lassen. Und in der zweiten Runde geht es für Argentinien dann gegen Brasilien, Peru und Polen. Und der Sieger dieser Runde, der zieht automatisch in das Finale ein. Und da wird es dann jetzt richtig interessant, denn Argentinien und Brasilien gewinnen beide ihr erstes Spiel. Und das direkte Duell am zweiten Spieltag geht dann 0-0 aus. Und dann wird es noch schlimmer, denn das argentinische Regime hatte längst beschlossen, dass Argentinien die WM auch gewinnen müsste. Im WM-Organisationskomitee saß damals Carlos Lacoste. Und Carlos Lacoste hatte gute Kontakte bis in die Spitze der Militärjunta. Omar Carlos Actis war sein Vorgänger, doch der wurde 1976 auf offener Straße erschossen. Wer dafür verantwortlich war, ist nicht geklärt. Aber der Journalist Eugenio Mendes weist in seinem Buch Almirante Lacoste, wer tötete General Actis, darauf hin, dass Carlos Lacoste den Befehl dazu gegeben hat. Denn dadurch war Lacoste jetzt selbst derjenige, der für die Organisation der WM 1978 verantwortlich war. Und eigentlich war es dann so, dass die Spiele des letzten Spieltags zeitgleich hätten stattfinden sollen. Argentinien und Brasilien war nämlich bewusst, dass das bessere Torverhältnis am Ende um den Einzug in das WM-Finale entscheiden würde. Carlos Lacoste entschied jedoch, dass Brasilien schon am Nachmittag spielen sollte. Brasilien gewann damals mit 3-1 gegen Polen und das bedeutete ja, dass die Argentinier in ihrem Abendspiel genau wissen, was sie jetzt tun müssen. Sie müssen nämlich mindestens mit 4 Toren Unterschied gewinnen, um ins Finale einzuziehen. Vor dem entscheidenden Spiel, da gibt es keine Beweise für, aber eine ganze Menge Anhaltspunkte, soll Jorge Videla dann höchstpersönlich in die Kabine der peruanischen Nationalmannschaft gegangen sein. In der Kabine soll er laut dieser Anhaltspunkte die peruanische Mannschaft beeinflusst haben, denn die hatte sich bisher in sehr guter Form gezeigt und in der ersten Runde sogar gegen die starken Niederländer ein Unentschieden erreicht. Damals hatte der damalige US-Außenminister Henry Kissinger Videla begleitet, denn der war ein großer Fan von südamerikanischen Diktatoren, vor allem wenn sie gegen linke Guerillagruppen waren. Und dort soll Videla den Peruanern dann eingeimpft haben, wie wichtig doch die südamerikanische Solidarität wäre. Rund 15 Minuten hält Peru dann im Spiel mit und stellt danach das Spielen größtenteils ein. Vor den Toren machen die Peruaner teilweise skurrile Fehler, wie zum Beispiel vor dem 6-0 der Argentinier. Una infracción en ataque. La robó la Rosa y aquí puede estar el gol. Vino para Luque. Luque mano a mano con el arquero. Und so geht das Spiel dann noch aus. 6-0, wodurch Argentinien im WM-Finale 1978 steht. Der britische Autor David Yalop veröffentlichte 1999 in seinem Buch, wie das Spiel verloren ging, einige Details aus dem Hintergrund. Demnach hat der Diktator Videla dem Kopf des Organisationskomitees Carlos Lacoste den Auftrag gegeben, dafür zu sorgen, dass Argentinien ins Finale käme.
Und Lacoste hat daraufhin Kontakt mit drei Männern aus der peruanischen Delegation aufgenommen. Sie handelten dann etwas heraus, und zwar eine 35.000 Tonnen schwere Ladung Getreide an Peru sowie 50 Millionen Dollar an den damaligen Machthaber Perus. Und drei peruanische Spieler sollen zudem je 20.000 Dollar erhalten haben. Aus dem argentinischen Regime wollte das natürlich keiner wahrhaben, dass da doch irgendwas nicht mit rechten Dingen abgelaufen sein könnte. Doch als der Journalist Carlos Ares, der eigentlich dem Regime wohlgesonnen war, davon sprach, dass das Spiel offensichtlich verschoben gewesen wäre, musste er aus Angst um sein Leben nach Spanien fliehen. Egal, ob es jetzt Argentinien 78 ist oder Italien 1934, Russland 2018 oder auch Katar 2022, warum landen die Weltmeisterschaften bis heute eigentlich immer wieder in Ländern, die von Autokraten oder Diktatoren regiert werden? Die FIFA selbst spielt bei der Frage immer wieder die gleiche Platte ab. Die FIFA ist nicht politisch. Das sagt übrigens auch das Internationale Olympische Komitee immer wieder über sich selbst. Und das war ja auch bei der Europameisterschaft 2021 so, wo dann die UEFA ins Spiel kommt. Auch da hieß es, dass die UEFA unpolitisch wäre, wodurch ja auch zum Beispiel keine Regenbogenfahnen in den Stadien sein durften. Vor allem nicht in Budapest. Dann gibt es allerdings auch die vielen unterschiedlichen Hashtags der großen Verbände, die für gegenseitigen Respekt, gegen Rassismus und gegen Homophobie werben. Wie ist es denn also möglich, dass EM-Spiele in Ungarn ausgerichtet werden, wo der Autokrat Viktor Orban homosexuelle Menschen diskriminiert? Warum gibt es dann die WM in Katar, wenn Sklaven dort doch die Stadien bauen? Die großen Verbände haben alle ihre Regeln, die, wie im Sport üblich, auf Werten wie gegenseitigen Respekt beruhen. Doch gegenüber Autokraten und Diktatoren vergessen die großen Sportverbände diese Regeln dann häufig. Oder kennen sie vielleicht doch eigentlich nicht mal. Warum trotzdem in solche Länder? Wahrscheinlich einfach, weil es so schön einfach und lukrativ für die FIFA ist. Wenn man eine Fußball-Weltmeisterschaft ausrichten möchte, jetzt mal das Rotationsprinzip außen vor gelassen, muss man einige Vorgaben erfüllen können. Und das sind die sogenannten Austragungsbestimmungen oder besser gesagt die Austragungsforderungen der FIFA. Da geht es natürlich auch darum, wie groß die Stadien sein müssen, infrastrukturelle Punkte, aber auch um Punkte, die irgendwie doch ein bisschen seltsam klingen. Da geht es dann um sowas wie, dass die FIFA für den Zeitraum der WM in dem Land Steuerfreiheit genießt, dass es keinen unlizenzierten Straßenhandel in der Stadionnähe geben darf, dass die Obdachlosen aus den Innenstädten verschwinden und dass nur die FIFA-Sponsoren Getränke in den Stadien ausschenken dürfen. Wo lassen sich solche Forderungen wohl einfacher durchwinken? Wo gibt es keine großen Proteste dagegen? In demokratischen Ländern oder in Ländern, die von Diktatoren und Autokraten regiert werden? Klar, einfacher ist die Zusammenarbeit mit eben solchen Ländern, wo Autokraten und Diktatoren am Werk sind. Der ehemalige FIFA-Generalsekretär Jerome Valk sagte nach der WM 2014, wo es ja Proteste in Brasilien gab, sogar, dass er froh wäre, dass die WM 2018 in Russland und 2022 in Katar stattfinden würde, denn in solchen Ländern würde es nicht zu solchen Querelen kommen. Jerome Valk ist seit 2016 übrigens kein FIFA-Generalsekretär mehr, unter anderem wegen Korruptionsvorwürfen. Klar. Für die Gegenseite, also die Autokraten und Diktatoren, lohnt sich so eine Fußball-WM aber auch so richtig. Denn dadurch präsentiert sich das Land in einem tollen Bild. Denn, was auch alles hinter den Kulissen schiefläuft, die Bilder auf dem Rasen, Bilder von den obdachlosen freien Städten, von den Fanmeilen sind natürlich super und lassen das Land in einem tollen Bild dastehen. In einem Interview, das ich vor einigen Monaten für den Ringfuchs-Podcast aufgezeichnet habe, habe ich mit Wolfgang Büttner von der Organisation Human Rights Watch genau über dieses Thema gesprochen. Da ging es nicht um Katar, sondern um Saudi-Arabien, was aber in etwa vergleichbar ist. Das ist halt das, was wir auch in anderen Ländern in der Region sehen, aber auch in anderen Ländern, die von Autokraten beherrscht werden, dass Sportveranstaltungen oder auch kulturelle Veranstaltungen benutzt werden, um über das autokratische System der Herrschaft hinwegzutäuschen und ein positives Bild nach außen hinzuweisen. Und insofern richten sich wirklich die Austragung der Veranstaltungen auch an eine westliche Gesellschaft, die einfach da ein positives Bild von dem Land bekommen soll. Und häufig wird von den Sportverbänden dabei auch immer wieder davon gesprochen, dass sie einen Wandel in das Land bringen wollen. Das zeigt sich vor allen Dingen auch bei den großen Sportveranstaltungen. Da sind sich die
Olympischen Spiele beispielsweise in Sochi anguckt, die Fußballweltmeisterschaft in Russland, wo ja sowohl Bach als auch der damalige FIFA-Präsident neben Putin standen, dann kann man sehen, dass das eigentlich überhaupt nichts gebracht hat, sondern sogar noch dem Regime Legitimität verliehen hat, was dazu geführt hat, dass man auch nicht mit der notwendigen Vorsicht daran gegangen ist. Für die Autokraten und Diktatoren lohnt sich so eine WM im eigenen Land für die Außendarstellung also. Aber nicht nur für die Außendarstellung, sondern auch für die im Inneren des Landes, für die Stimmung. Da gibt es eine ganz spannende Studie der Northwest University in Illinois. Die sah so aus, dass sich sportlicher Erfolg nicht nur auf die gute Laune auswirkt, sondern auch auf die Meinung und den Standpunkt zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen. Die Forschenden haben das mit Hilfe eines American Football Spiels zweier College Teams herausgefunden. Sie haben den Teilnehmenden vor dem Spiel einen Fragebogen gegeben, in dem es darum ging, wie zufrieden sie mit dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama wären. Die Ohio State University gewann das Spiel damals und nach dem Spiel waren dann die Menschen aus dem Bundesstaat Ohio deutlich zufriedener mit der Obama-Regierung als noch vor dem Spiel. Und eine andere Studie hatte auch gezeigt, dass selbst lokale PolitikerInnen größere Chancen auf eine Wiederwahl hätten, wenn das lokale College-Team zuletzt gute Ergebnisse erzielt hätte. Also zumindest kurzfristig ist da ein Anstieg der Laune in Sicht. Und deswegen wollte natürlich auch 1978 das argentinische Regime, dass die eigene Mannschaft so weit wie möglich kommt. Wäre dies nicht der Fall gewesen, wäre die Stimmung im Land in Gefahr, aber auch die Außenwirkung. Denn das Regime wollte sich ja einerseits weltoffen zeigen und andererseits auch die Überlegenheit ihres Systems präsentieren. Und deswegen waren dann auch solche mutmaßlichen Deals mit Peru wichtig für das Regime um Jorge Videla. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also die laufen alle frei rum, weder in Ketten gefesselt und auch mit irgendwelcher Büserkappe am Kopf. Also das habe ich noch nicht gesehen. Also wo diese Meldungen herkommen, ich weiß es nicht. Also ich habe mir vom arabischen Raum habe ich mir ein anderes Bild gemacht und ich glaube, mein Bild ist realistischer. Inzwischen ist das hier ja eine legendäre Aussage des Nahost-Experten und ehemaligen Fußballers Franz Beckenbauer. Er hat keine Sklaven in Katar gesehen. Das war im Jahr 2013 und es war seine Reaktion auf die Zustände in Katar. Doch wie hat die deutsche Nationalmannschaft eigentlich vor der WM 1978 auf die Zustände in Argentinien reagiert? Da kommt Berti Vogts nahe an Franz Beckenbauer ran. Berti Vogts, damals Spieler, sagte: Argentinien ist ein Land, in dem Ordnung herrscht. Ich habe keinen einzigen politischen Gefangenen gesehen. Aber auch der DFB kritisiert das argentinische Regime damals nicht. Das sind einige Aussagen von den deutschen Spielern aus der damaligen Zeit. Erst Rüdiger Abramczyk, dann Ronny Worm und dann Klaus Fischer. Ich spiele in Argentinien Fußball, wenn ich spielen sollte in Argentinien. Und dann habe ich mit mir selber Probleme in Argentinien und kann mich also um diese Angelegenheiten nicht kümmern. Das ist eine Sache der Regierung und die müssen da eben handeln und auch entscheiden. Da haben wir überhaupt nichts mit zu tun. Also die politischen Zustände in Argentinien interessieren mich überhaupt nicht, muss ich ehrlich zugeben. Ich konzentriere mich da auf die Fußballweltmeisterschaft und ich störe auch die Militär stört mich da nicht, wenn die werden sicher bei uns im Trainingslager da sein. Das stört mich weniger. Der damalige DFB-Präsident Hermann Neuberger, der auch FIFA-Vizepräsident war, soll den deutschen Spielern damals sogar verboten haben, über Politik zu sprechen. Singen war aus unbekannten Gründen erlaubt. Buenos Dias, Argentina. Aber Spaß beiseite, denn der DFB leistet sich noch einen ziemlichen Bock. Er lädt nämlich 1978 Hans-Ulrich Rudel ins Mannschaftsquartier ein. Und Rudel war ein ehemaliger Wehrmachtsoffizier und gehörte dem sogenannten Freundeskreis Adolf Hitler an. Wie viele andere Nazi- und Kriegsverbrecher hatte er nach dem Zweiten Weltkrieg in Argentinien Unterschlupf gefunden. Aus Argentinien heraus unterstützte er die Nazis, die in Deutschland im Gefängnis saßen. Er gründete sowas wie ein Hilfswerk und schickte Verpflegung an die in Europa inhaftierten Nazis. Rudel selbst sagte damals, er sei gekommen, um alte Kameraden zu besuchen. Daheim in Deutschland könne man nicht mehr die Wahrheit sagen, weshalb er anschließend nach Südafrika gehen würde, bevor das kommunistisch wird wie die Bundesrepublik. Damit war Rudel natürlich auch ein großer Freund von Jorge Videlas Regime.
Damals in der Sportschau hatte DFB-Präsident Hermann Neuberger so reagiert. Ein Vertreter des Rechtsextremismus in der Bundesrepublik im Lager der deutschen Mannschaft. Kann das gut gehen? Hat man nicht genügend Fingerspitzengefühl beim DFB, um eine derartig peinliche Situation zu vermeiden? Ich sehe sie Ihnen als gar nicht peinlich an. Ich sage das in aller Offenheit. Wir haben nur immer wieder erklärt, wir sind absolute Freunde, treten ein für die Menschenrechte in der ganzen Welt, in Ost, in Süd, in West und in Nord. Nur hängen wir unsere Auffassung nicht so sehr zum Fenster hinaus, denn dieses durch das Fenster hinaus proklamieren und reden nutzt nichts und bringt niemanden weiter. Wir gehen andere Wege, nämlich die Wege, die unser Außenministerium und die Botschaften der Bundesrepublik auch gehen. Ruhig, gemessen, zurückhaltend. In einem anderen Interview wird Neuberger dann noch deutlicher und präsentiert seine stramme rechte Haltung noch offensichtlicher. Da sagte er: Ich hoffe doch nicht, dass man ihm seine Kampffliegertätigkeit während des Zweiten Weltkriegs vorwerfen will. Die Kritik am Besuch des Nazis käme einer Beleidigung aller deutschen Soldaten gleich. Deutschland scheidet übrigens nach einer 2:3 Niederlage gegen Österreich aus dem Turnier aus. Große Proteste gegen das Turnier, die gab es vor allem in Frankreich, Schweden und den Niederlanden. Und die Niederlande schafften es dann auch ins Finale und trafen dort dann auf Argentinien. Und Argentinien gewann das Finale dann mit 3:1 nach Verlängerung. Und es ist ein überhartes Spiel mit vielen heftigen Tacklings. Es gibt blutige Trikots und auch das Gerücht, dass die Argentinier gedopt gewesen sein sollen, aber das ist einfach nur ein Gerücht. Ein Fakt ist dagegen, dass die vielen Menschen im Stadion nach dem Abpfiff ihre blau-weißen Fahnen schwenken. Sie wehen im Wind, denn der steht an diesem Tag günstig. Der Jubel ist nämlich auch rund 700 Meter weit entfernt in der Marineschule ESMA zu hören, die ja eines von den rund 350 Geheimgefängnissen im ganzen Land ist, in dem auch während der WM Oppositionelle gefoltert und auch ermordet wurden. Die Menschen, die in Argentinien nicht gefangen sind, feiern auf den Straßen den Weltmeistertitel. Natürlich auch in der Hauptstadt Buenos Aires. In Sport Insight berichtet Miriam Levin von diesem Tag. Sie wurde mit 19 Jahren von dem Militärjunta entführt und überlebte die ESMA und bekam den Jubel damals hautnah mit. Das Stadion, in dem das Endspiel stattfand, lag nur 700 Meter von der ESMA entfernt. Wir hörten ganz deutlich den Torjubel und wir sahen die Feiern auf der Straße durch unsere Fenster. Menschen, die in die Fahnen gehüllt waren, die jubelten, vor Freude weinten, hüpften, sich umarmten. Sie riefen Argentina, Argentina und Slogans der Diktatur. Und wir wurden gefoltert, waren weggesperrt. Für mich war der Jubel auf der Straße ein Zeichen, dass die Diktatur noch Jahrzehnte andauern würde. Ich empfand es als unfassbar entsetzlich, dass wenige Meter neben dem Stadion Menschen gefoltert wurden und bei den Todesflügen in den Rio de la Plata geworfen wurden und der Rest meines Landes mit einer solchen Begeisterung den Sport feierte. Aber es geht noch weiter, denn die Wachmänner des Geheimgefängnisses wollen die gefangenen Menschen daraufhin weiter demütigen und fahren mit ihnen durch die Straßen, während dort gefeiert wird. Der schlimmste Tag für mich war der, an dem Argentinien das Finale gewonnen hat. Da haben die Militärs mich und andere Gefangene ins Auto gesetzt, um draußen zu feiern. Mit offenem Dach sind wir draußen rumgefahren. Die ganze Welt hat da gefeiert, Fahnen überall. So viel Freude, Emotionen, Selbstgefälligkeit. Die ganzen Straßen waren voll, alles voller hupender Autos. Ich hatte das Gefühl, dass wir absolut unsichtbar sind. Es war furchteinflößend. Es war die absolute Machtdemonstration der Diktatur. Sie hatten meinen Freund ermordet, meine beiden besten Freundinnen ermordet, meine Klassenkameraden und Kommilitonen ermordet. Es war unmöglich für mich, in diesem Augenblick auch nur einen Moment Freude zu empfinden. Die FIFA hat damals den Mund gehalten und sich dadurch politisch geäußert und im Gegenzug eine ganz sichere Weltmeisterschaft bekommen.
In der Zeit von Videlas Militärdiktatur verschwinden in Argentinien rund 30.000 Menschen. Mehrere tausend Menschen sterben. Videla lässt ganz frisch geborene Kinder von oppositionellen Frauen entführen und zwangsadoptieren. All das passiert auch, während die WM 1978 in Argentinien lief. Jorge Videla selbst ist noch bis 1983 der Diktator des Landes. Danach stehen demokratische Wahlen an, nachdem Argentinien wirtschaftlich komplett am Boden lag und durch den verlorenen Falklandkrieg jegliche Unterstützung im eigenen Land verloren hatte. Er wurde mehrfach verurteilt, aber auch immer wieder begnadigt. Erst 2012 hat er dann gestanden, dass 7.000 oder 8.000 Menschen während der Militärdiktatur getötet werden mussten. Die Leichen wurden dann aus der Welt geschafft, um keine Proteste heraufzubeschwören. 2013 ist Jorge Videla dann gestorben. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist die WM 2022 in Katar nur noch rund 2,5 Monate entfernt. Seit fast 12 Jahren steht jetzt fest, dass die WM in Katar stattfinden wird. Und jeder weiß wirklich, dass die WM durch Korruption, Schmiergelder und Co. nach Katar gekommen ist. Und auch, dass die Arbeiter dort ausgebeutet werden, ums Leben gekommen sind und wie Sklaven behandelt werden. Und daher stellt sich auch die Frage, wie man mit so einem Turnier eigentlich umgehen sollte. Ist der Boykott eine angemessene Reaktion? Das habe ich damals auch Wolfgang Büttner von Human Rights Watch gefragt. Naja, also ich finde es schon gut, wenn Sie einfach kritisch auch diese Veranstaltung begleiten und wenn Sie darauf hinweisen, wofür dieses Regime letztendlich auch verantwortlich ist. Also es ist schon eine wichtige Sache und dadurch, glaube ich, sensibilisiert man auch große Teile der Zuhörer oder Zuschauer und kann nochmal deutlich machen auch, wofür das Regime verantwortlich ist. Und dadurch gelingt es eben dem Regime eben genau nicht das, was es erreichen will, nämlich es über seine Menschenrechtsbilanz hinwegzutäuschen, sondern sie können dann wirklich versuchen, das auch in den Vordergrund zu stellen. Also da muss man natürlich vorsichtig sein, aber ich denke, man kann schon, wenn man darüber berichtet und wirklich diese Menschenrechtsfragen auch in den Vordergrund stellt, schon Sensibilität bei den Zuhörern erreichen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass immer wieder darauf hingewiesen wird, was in diesen Ländern eigentlich falsch läuft. Sei es 2022 in Katar, 1934 in Italien, 2018 in Russland oder 1978 in Argentinien, als das Land mitten in einer Militärdiktatur steckte. 2030 möchte Argentinien wieder eine WM ausrichten, und zwar gemeinsam mit Paraguay und Uruguay. Das wäre dann die große Chance, um der Welt zu zeigen, dass die bisher schlimmste WM 1978 nicht vergessen ist, aber dafür vergangen. So, das war die Episode rund um die WM 1978 in Argentinien. Ich habe da als Kind mal ein Buch von meinem Opa drüber bekommen, so ein richtig dickes Beiges, und fand das Turnier damals wirklich total interessant, weil es so einen spannenden Stil hatte mit den schwarzen Balken an den Torpfosten. Alles war irgendwie dunkler, es lag Konfetti auf dem Platz, es war laut und irgendwie fand ich das total faszinierend. Aber die ganzen Hintergründe, die wusste ich damals natürlich als kleiner Junge noch nicht. Aber ich finde, so im Rückblick ist das einfach ein Kapitel, was gar nicht verschwiegen werden darf. Denn Fußball bzw. Sport allgemein ist natürlich hochpolitisch und deswegen gehört die Militärdiktatur einfach auch bis heute zum Turnier 1978 dazu, genau wie das Finale, meiner Meinung nach. Wie wollt ihr denn eigentlich die WM 2022 in Katar schauen, beziehungsweise wie wollt ihr mit diesem Turnier umgehen? Habt ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht oder vielleicht auch gar nicht? Ich fände einen Boykott zwar gut, aber ich kenne mich insofern, dass ich hier im Winter im Homeoffice sitzen werde und dann läuft hier natürlich nebenbei um 15 Uhr Senegal gegen Ecuador. Daher werde ich mir die WM auch anschauen, aber ich bin mir ganz sicher, dass ich deutlich leidenschaftsloser sein werde als bei anderen Weltmeisterschaften und hoffe einfach, dass solche Sachen wie als Beispiel mal, kann man ja eine Menge aus Katar wählen, ich sage jetzt einfach mal Menschenrechte als übergeordneten Begriff in dem Land dann auch im Fokus der Berichterstattung stehen werden, denn das gehört natürlich auch zum Turnier dazu und ist dann auch wichtiger als irgendein Pokal, irgendwelche Siege, finde ich zumindest. So, jetzt aber Schluss. Schreibt mir gerne, wie euch die Episode gefallen hat, gerne über YouTube, Insta oder auch auf Twitter. Die ganzen Daten gibt es natürlich, ihr wisst das ja, in den Shownotes oder auch direkt auf yeahfußball.de und da gibt es auch die ganzen Daten zum Shop, zu den Hoodies, Shirts und Pullovern und natürlich auch zur Patreon-Kampagne.
Falls ihr IR Fußball dort unterstützen wollt, da würde ich mich wirklich super doll darüber freuen. Ansonsten abonniert IR Fußball gerne auf euren Podcatchern und gebt dem Podcast eine gute Bewertung, wenn es euch gefällt. Das sind 2 Klicks für euch, würde mir aber super viel helfen und das ganze Projekt weiter nach vorne bringen. Ansonsten macht es gut, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.